Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Interessensgemeinschaft 18, 48, 49. Wir beschäftigen uns mit der Deutschen Revolution und heute spreche ich wieder mit Christian. Hallo Christian. Hallo. Und wir haben uns heute ein neues Thema ausgedacht und zwar die Geschichte der preußischen Armee. Ein kurzer Abriss darüber, genau. Genau, also ungefähr 3 bis 8 Stunden und dann dürfen wir mit dem kurzen Abriss fertig sein. Ja. wir machen jetzt auch das erste Mal nicht live. Wir hatten zwar unseren Workshop Anfang des Jahres, rein für die, die irgendwann mal hier reinhören. Heute ist der 19.03.2020 und Corona hält Deutschland im Griff und wir machen das mal online. Und je nachdem, wie das draußen ankommt, wie es euch gefällt oder wie es uns gefällt oder halt uns allen, werden wir das öfters machen. Wir haben noch ein paar Themen auf Lager. Und wir wollen mit der Schlacht von Leipzig beginnen, beziehungsweise mit dem Ende der gleichen. Die war ja vom 16. bis 19. Oktober 1830. Und dann fingen Änderungen an in der preußischen Armee. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, eigentlich davor schon, ne? Also wir müssten eigentlich noch ein Stück weiter zurückgehen. 1806, die große Niederlage der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, wo die preußische Armee mit ihren sächsischen Verbündeten so katastrophal von den Franzosen geschlagen wurden. Einfach weil sie noch immer, wie zu Zeiten Friedrichs des Großen, der war jetzt in Anführungszeichen noch nicht lange tot, aber die Militärs hatten sich nicht weiterentwickelt, nicht geschaut, wie sich die französische Kriegsführung entwickelt hatte mit der Kolonnentaktik. Die waren da schon viel weiter und haben die Preußen dementsprechend auseinandergenommen. Die Generäle waren total überaltert, also die Situation war nicht sehr gut. Und in den Reihen der Preußen fanden sich natürlich auch noch viele Söldner, weil es noch kein Volksheer war, wie man das später, also noch kein Heer, das sich aus den Menschen der Nation rekrutierte, sondern war zum Teil auch, aber hauptsächlich halt auch noch aus Söldnern anderer Staaten. Und nach der Schlacht bei Leipzig, da hatten dann die Reformer um Scharnhorst, Gneisenau und Bojen ihre Arbeit schon getan. Es gab dann auch schon die Landwehr, also quasi die Bewaffnung des Volkes, wenn man so möchte. Zumindest wurde es bei den Zeitzeugen so gesehen. Und auch das preußische Militär war nicht nur in der Uniform, sondern auch in der Taktik ein wenig reformiert worden, was vielleicht dann auch mit einer kleinen Verjüngungskur des Offizierskorps dazu geführt hat, dass die Franzosen mithilfe der Alliierten natürlich geschlagen wurden. Also es war jetzt kein preußischer Verdienst, sondern ein europäischer, wenn man so möchte, weil die Russen, Schweden, Österreicher, die haben da ja kräftig mitgemischt und die Briten später auch, mit ihren deutschen und niederländischen Verbündeten. Aber das war halt so die Geburtsstunde der modernen preußischen Armee, wenn man so möchte. Mhm. Was haben Sie jetzt anders gemacht seit Jena-Auerstedt? Oder was war vor Jena-Auerstedt? Du hast gesagt, die Franzosen haben sich weiterentwickelt, Kolonnentaktik? Ja, die Preußen hatten halt noch diese starre Linienformation der Kabinettskriege, na, wie sie halt unter Friedrich dem Großen noch angewendet worden sind, die wirklich total starr waren. Sie waren nicht flexibel, auch was das Einsetzen von Tirailleurs oder Plänklern einbezog. Da waren die Franzosen weit, weit voraus. Sie hatten Kolonnen, die sich schnell in andere Formationen, wie zum Beispiel das Carré oder auch eine Gefechtslinie formieren konnten. Die hatten eine sehr große Stoßkraft, dass die Preußen dann hinterher auch in ihrer Gefechtskolonne dann übernommen haben. Die waren halt schnell und schlagkräftig. Und das waren die Preußen absolut nicht. Und damit hat Napoleon halt Europa überrannt. Okay. Und was haben die Preußen dann geändert? Ja, sie haben die Kolonnentaktik auch übernommen. Also das hat sich dann geändert, dass sie genauso flexibel wurden. Und das hat dann auch, also ich möchte jetzt, ich habe mich natürlich mit der späteren Zeit jetzt nicht ganz so doll beschäftigt, aber ich meine, das haben sie bis 70, 71 auch so beibehalten.
Danach wurde durch die Erfindung bzw. die Einführung des Maschinengewehrs und so, ich meine mich zu erinnern, dass im Ersten Weltkrieg teilweise auch noch die Kolonnentaktik angewandt wurde, aber da ist man dann schnell von abgekommen. Mhm. Aber bis dahin war sie halt das erfolgreichste Mittel und der Erfolg in Dänemark, Österreich bzw. Böhmen und Frankreich hat den Preußen und den Reformern ja auch recht gegeben. Mhm. Okay, also es wurde unorganisiert, die alten Generäle wurden abgelöst durch Jüngere und die haben die Taktik der Zeit angepasst. Na, also da möchte ich ganz klar Gneisenau Scharnhorst nennen und später Bojen als Kriegsminister unter Friedrich Wilhelm III. Die haben da einiges bewirkt. Mhm. Natürlich auch gegen den Widerstand der Militärs, die, glaube ich, von Natur aus konservativ sind. Da muss jede Änderung mit viel Nachdruck eingeführt werden und auch durchgesetzt werden. Mhm. Das hat geklappt. Ich meine, so jung, in Anführungszeichen, verjüngt wurde das Offizierskorps jetzt nicht, wenn man sich den Papa Blücher ansieht, der dann an der Spitze der Armee stand, die nach Frankreich gezogen ist. Das war jetzt auch ein Opa, ohne das respektlos bewerten zu wollen, aber das war jeher ein Problem in der preußischen Armee und sollte es auch bleiben. Aber nichtsdestotrotz waren die verantwortlichen Generäle in dieser Reformbewegung Jüngere. Und das hat halt den Ausschlag gegeben, dass sie auch bereit waren, was Neues zu wagen und ein bisschen frischen Wind in die verstaubten Amtsstuben des Kriegsministeriums gebracht haben. Die Einführung des Generalstabs war natürlich auch damit verbunden, was so ein gewisses Chaos in der Führungsebene beseitigt hat. Das sind alles so die Punkte, die dann damit reinzählen. Und dass die Armee später so erfolgreich wurde. Und ich denke, das kann man ruhig so sagen, wenn man sich die Geschichte anguckt. Zählen natürlich noch andere Faktoren immer mit rein. Gerade im Krieg gegen Frankreich war die preußische Armee der französischen nicht unbedingt überlegen. Aber da machte dann halt der Generalstab und das Offizierskorps die Unterschiede, machten das halt wett, was der einzelne Soldat vielleicht nicht vermocht hätte. Okay, nach der Schlacht von Leipzig wurde die allgemeine Wehrpflicht, 1814 war das, glaube ich, eingeführt. Mhm. Ja, 1814 per Gesetz. Das war natürlich die große Änderung in Preußen, dass es jetzt eine Volksarmee, eine nationale Armee gab, die es vorher halt nicht gegeben hat. Es dienten wirklich nur Preußen in der preußischen Armee. Mhm. Plus die Freiwilligen, wenn ich jetzt an die Freikorps denke, aber das war eine Ausnahme. In dem Sinne waren es ja keine regulären Truppen. Aber die Wehrpflicht, die umfasste halt, das war in den deutschen Staaten damals total neu, alle jungen Männer Preußens. Das umfasste die Adligen, die Bürgerlichen, genauso wie die Söhne der Arbeiterklasse. Die mussten alle, es gab in den anderen Staaten immer noch das Vertreter- oder das Einstehersystem, dass man sie halt freikaufen konnte oder für Geld jemanden bezahlen konnte, der dann für einen selbst die Wehrpflicht ableistete. Das gab es in Preußen nicht. Das war ein absolutes Novum. Führte innerhalb der Bevölkerung natürlich zu einer hohen Akzeptanz der Armee, weil man in diesem allgemeinen Nationalbewusstsein, das dann erwachte, fühlte man sich gleichberechtigt mit den anderen und man kämpfte Seite an Seite mit allen Ständen gegen den gemeinsamen Feind. Die Wehrpflicht an sich natürlich. Ich sag mal, so ein, Motivationsschub ist vielleicht falsch, und so ein Propaganda will ich es auch nicht nennen. Aber dann, also, warum nicht? Es erhöhte die Akzeptanz im Volk. Es war ja keine bewusste Propaganda, sondern man wollte ja wirklich, dass alle Preußen für Preußen einstehen. Also dadurch, dass jeder ein Teil davon war. Ja, es sollte keiner bevorzugt oder benachteiligt werden. Das war der Gedanke dabei. Alle Preußen waren zumindest bei dem Waffendienst waren die alle gleich. Hm.
Weil man da auch wieder sagen muss, es gab natürlich Einschränkungen. Bessergestellte konnten sich halt in Anführungszeichen freikaufen von den langen Wehrdiensten, dem sie halt als einjährig Freiwilliger in den eingetreten sind, mussten dann aber alles selber bezahlen. Die Uniform, die Ausrüstung, dafür mussten sie dann selber aufkommen, was beim Wehrpflichtigen natürlich nicht der Fall war. Wie lange war die Wehrpflicht? Also wie lange musstest du dann dienen? Das waren 20 Jahre, so um den Dreh herum. Man fing mit seinem 20. Lebensjahr im Mai, mit dem 1. Mai seines 20. Lebensjahr wurde man wehrpflichtig, musste sich dann am Landratsamt melden, wo man zuständig war. wurde dann in die Konskriptionsliste eingetragen dort und war dann, wenn man eingezogen wurde, 3 Jahre im aktiven Heer. Das konnte dann später, wurde es auf 2 Jahre gesenkt, vorübergehend, weil man die Männer nicht brauchte. Also nach den napoleonischen Kriegen wird das zurückfahren auf 2 Jahre im aktiven Heer in der Linie. Und also waren eigentlich 3 Jahre, dann dientest du 2 Jahre in der Reserve. Das heißt, du wurdest nach Hause entlassen, konntest natürlich einberufen werden oder musstest auch zu Übungen einrücken. Und danach warst du noch 14 Jahre in der Landwehr aufgeteilt, 7 Jahre im ersten Gebot und 7 Jahre im zweiten Aufgebot. Genau. Also die erste Zeit im aktiven Heer, das war dann von 20 bis 23 Jahren Lebensalter. Dann die in der Reserve von 23 bis 25 Jahren. Und dann ging es mit 25 halt in die Landwehr. Da diente man dann bis zum 32. Lebensjahr. Und ab dem 32. bis zum 39. Lebensjahr sind dann sogar nur 19 Jahre, diente man dann im zweiten Aufgebot und danach war man theoretisch aus dem Wehrdienst entlassen. Während der napoleonischen Kriege gab es dann noch den Landsturm. Da müsste ich jetzt aber auch wieder nachlesen. Ob der jetzt Volkssturm oder Landsturm hieß, aber ich glaube Volkssturm, das war eine andere Zeit. Dann war es wahrscheinlich. Das war auf jeden Fall später, ja. Ja, dann war es der Landsturm, genau. Das waren dann halt wirklich die Volksbewaffnung zur Verteidigung der Heimat. Und nachdem du nicht in der Landwehr warst, musstest du dann auch regelmäßig, wurdest du da eingezogen, oder? Da gab es im Herbst dann immer das Herbstmanöver. Bei der Landwehr ist das ein bisschen, die haben dann jahrgangsweise eingezogen. Wie gesagt, ich recherchiere ja hauptsächlich 48, 49. Und da gibt es in den Zeitungen dann immer ganz schön nachzulesen, die Aufrufe im Herbst dann, wenn der und der Jahrgang aus dem und dem Bezirk sich dann melden sollte zum Herbstmanöver auf dem Exerzierplatz in, was weiß ich, der Kreisstadt oder wo das dann halt stattfand. Das war halt die ungeliebte Sache an der ganzen Geschichte beim Volk, dass du dann halt wirklich nicht frei warst und konntest nicht einfach von A nach B ziehen, sondern musstest dann dich auch immer bei deinem Kreiswehrersatzamt in Anführungszeichen melden. Da gab es dann einen Landwehrfeldwebel, der das alles verwaltet hat. Bei dem musstest du dich melden, musstest dann nachfragen, ob du da hinziehen darfst, etc. pp. Weil möglicherweise kamst du dann in den Stamm eines anderen Landwehrregiments. War halt alles nicht so einfach. Ja, und deswegen war es für die Leute natürlich wenig lukrativ, so lange im Wehrdienst zu sein. Aber das war damals halt so. Aber haben wie wird die jungen Leute schon beschwert, dass es dann auf 8 Monate runtergefahren wurde, aber 20 Jahre. Kann man sich das mal nochmal so vorstellen. Aber der Typ von der Landwehr musste dann zustimmen, wenn du umziehen willst, oder wie war das? Ja, genau. Ja, auch wenn du, sag ich mal, ausreisen wolltest oder so, musstest du dich quasi von deiner Wehrpflicht freikaufen. Dass du ausreisen durftest, musstest du einen Schein beantragen, der kostete halt eine gewisse Gebühr und dann musstest du die Erlaubnis bekommen von deinem Landwehrkommandanten, dem Bataillonskommandeur oder dem Regimentskommandeur, dass du halt frei von der Wehrpflicht bist. Du musst dich dann freikaufen. Okay. Oder freistellen lassen, oder wie das dann damals genannt wurde. Warst, wie gesagt, 20 Jahre oder 19 Jahre halt, warst du dann wirklich unter der Knute des preußischen Militärs. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Da wurden praktisch alle schon nach den Jahren, also wenn du schon Glück hattest und du warst jetzt schon 25, dann wurdest du gleich zur Landwehr gebracht und musstest nicht erst normal dienen, oder? Genau.
würde ich gleich noch mal in einem anderen Punkt vielleicht, wenn wir über die, reden wir schon über die allgemeine Wehrpflicht, okay. das war so. Auf dem Wiener Kongress nach den Napoleonischen Kriegen wurde natürlich Deutschland neu geordnet und da wurde auch der Deutsche Bund gegründet. Und dieser Deutsche Bund war ein Schutz- und Trutzbündnis für, gegen innere Feinde, aber auch gegen äußere. Und dieser Bund sollte eine Bundesarmee aufstellen. Da gab es dann halt ein Kontingent. Jeder deutsche Staat musste halt für diese Bundesarmee ein Kontingent stellen. Und für die Preußen mussten 130.000 Soldaten unter Waffen halten. Ständig. Also sie brauchten ein stehendes Heer von 130.000 Mann. Das Problem war... 130 und 30 mussten sie abgeben. 130.000 war die Stärke, die Preußen laut Bundessatzung oder Vertrag zu stellen hatte. Ah, okay. Ja, die mussten also eine Heeresstärke, Preußen musste eine Heeresstärke von mindestens 130.000 Mann haben. Und Baden, meinetwegen, dann musste dann, müsste ich jetzt nachlesen, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 60.000 haben oder 20.000 waren es, glaube ich, sogar wirklich. Und Bayern dann 60.000 und Österreich 230 oder so. Und wenn halt ein Verteidigungsfall war, waren diese Truppen dementsprechend in einen Bundeskorps aufgeteilt und die rückten dann dementsprechend in die Schlacht unter Bundeskommando. So. Und diese Heeresstärke war jetzt erstmal ausschlaggebend für Preußen. Preußen, seit jeher ein total knickriger Staat, was die Geldkasse anbelangt. Ne? Da haben die ihre Hand drauf gehalten. Jetzt war das aber so, dass nach den Napoleonischen Kriegen und mit der Verbesserung, also durch den Frieden natürlich, hat sich die Wirtschaft auch verbessert und die Bevölkerung wuchs wieder an. Entwickelt sind zum Beispiel 1815, hatte Preußen ungefähr 1 Million Bevölkerung, also ich glaube 10,26. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, 1815 waren es 10,26 Millionen Menschen, die in Preußen lebten und 1840 waren es schon 14,93 Millionen. Das ist natürlich eine gehörige, ein gehöriger Bevölkerungsanstieg. Die Armeestärke blieb aber immer gleich. Das hieß aber, es waren theoretisch viel mehr junge Leute da, die wehrpflichtig waren, die aber nicht alle eingezogen wurden. Das ist so ein bisschen so die Situation, wie die Bundeswehr sie hatte, bevor sie die Wehrpflicht ausgesetzt hat. Da ging's, war ja immer die Diskussion mit der Wehrgerechtigkeit. Und genau das Problem hatte Preußen damals auch, dass man dazu übergegangen war, man konnte nicht alle ziehen, weil man brauchte sie nicht alle. Man hat zwar alle erfasst, aber dann wurde gelost. Also das lief so ab, sag ich mal. Du bist jetzt im 1. Mai, bist du 20, gehst dann zum Landratsamt und kommst dann da vor diese Wehrersatzkommission. Da sitzt dann ein Militär, ein Arzt und ein Beamter und die gucken, ob du irgendwelche frevlerischen Gewalttaten begangen hast, ob du, wie es so schön heißt, von Zwergenwuchs warst oder verkrüppelt. Warst du das nicht? Warst du wehrtauglich? Dann kamst du in die Konstitutionsliste und dann wurdest du gefragt, möchtest du vielleicht freiwillig dienen? Das konntest du auch schon mit 17, dann hättest du mit 17 schon einrücken können. Auf jeden Fall wurdest du dann gefragt. Und wenn du dich dann nicht freiwillig gemeldet hast, dann kamst du quasi ins Losverfahren. Dann hattest du entweder Glück, wurdest nicht gelost, dann rutschtest du automatisch in die Landwehr. Oder du wurdest genommen und musstest halt deine Zeit in der Linieninfanterie oder Kavallerie oder bei der Artillerie dienen. Vorteil bei dem Freiwilligmelden war natürlich, du konntest dir erstmal deinen Truppenteil aussuchen. Also konntest du, wenn du jetzt in Wesel lebtest, konntest du sagen, ja, ich möchte gerne zum 17. Infanterieregiment, weil die waren in Wesel stationiert. War natürlich praktisch, warst du immer schnell zu Hause oder zumindest in Reichbarkeit deiner Familie, während du vielleicht, wenn du in Hagen gelebt hast und nach Wesen musstest, dann konntest du nicht mehr eben nach Hause gehen oder vielleicht bei den 13ern in Düsseldorf oder so. Das war dann ein bisschen schwieriger. Und das konntest du dir einmal aussuchen und deine Wehrzeit war natürlich viel früher vorbei. Das heißt, während die ganzen 20-Jährigen dann einrücken mussten, warst du schon wieder da und konntest denen in Anführungszeichen die Arbeitsplätze wegnehmen, weil darum ging es ja letztendlich. Das war das Problem, dass die Handwerksburschen zum Beispiel in ihrer besten Zeit einrücken mussten. Wenn die 20 waren, dann waren die vielleicht mit ihrer Wanderschaft fertig, waren auf jeden Fall ausgelernt. Ne? So ein Lehrbub, der ist damals mit 14 in die Lehre gegangen, war der mit 16, 17, 18 fertig
ging dann auf Wanderschaft und dann musste er schon einrücken. Mhm. Und in der Zeit konnten die anderen dann natürlich sich die Gesellenstellen schnappen. Das war halt diese Wehrungerechtigkeit, die dann letztendlich auch ein wenig dazu führte, dass die Wehrpflicht an sich in der Bevölkerung nicht mehr den Stellenwert hatte, wie sie vielleicht bei den Großvätern der Wehrpflichtigen von 1840, 1848 hatte, als sie noch gegen Napoleon gekämpft haben und wirklich auch noch alle eingezogen wurden ohne Ausnahme. Das hatte sich dann dementsprechend geändert durch die Bevölkerungsexplosion. Ja. Es änderte sich dann erst in den 1860er Jahren wieder mit der Heeresreform. Da wurde das dann wieder ein bisschen gerechter, wobei man dann nie wieder es war nie so, dass wirklich alle eingezogen werden mussten oder konnten. Hm. Naja, klar, sie brauchten ja nicht so viel, ne? Genau. Das war dann 66 und in den 70er Jahren war das später natürlich dann anders. Dann war die Gesellschaft so weit militarisiert, dass das einen ganz anderen Stellenwert hatte. Hm. Und wie sah da die Bezahlung aus? Die Bezahlung war gemessen an dem Verdienst eines Handwerkers, war die geringer. Andererseits, also von der reinen Summe, die man auf die Hand bekam, andererseits hatte man natürlich Kleidung, Kost und Logis hatte man beim Militär frei. Und das hat's als Handwerker natürlich nicht. Und du unterlagst keinen Preisschwankungen am Markt. Also du hast dein Essen immer bekommen. Die Soldaten konnten einer Mannschaftsmesse in Anführungszeichen beitreten, einer sogenannten Verpflegungsanstalt. Das war wie so ein Verein, konnte man sich halt einkaufen für, ich sag mal jetzt, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachlesen, aber ich sag mal für einen Groschen im Monat und konntest dann halt jeden Tag da Mittag, Abend und Frühstück essen. Wenn du in der Kaserne warst, bekamst halt dein Brot zugeteilt, also du musstest keinen Hunger leiden und große Ausgaben hattest du auch nicht, da konntest du dir für einen anderen Groschen, den du vielleicht übrig hattest, nochmal ein Bier gönnen, was du als Handwerker dann vielleicht hättest nicht machen können. Oder? Mhm. Aber kommt drauf an, halt, wo du auch gelebt hast, da waren die Marktpreise natürlich unterschiedlich, aber wie gesagt, diese Schwankungen hast du dann beim Militär nicht. Du warst halt in der Kaserne, hat Vor- und Nachteile, aber die Vorteile waren, dass die Kasernen meistens gegenüber den Bürgerquartieren sauberer waren und vom Standard her gleich. Wenn du im Bürgerquartier warst, war der eine im Haus von einem Schreinermeister, der ein gutgehendes Unternehmen hat, der ein bisschen mehr Geld hat, oder du kamst im Haushalt von einem Tagelöhner, der zufällig eine Feuerstelle und ein Bett frei hatte und das Pech, dass er dich dann aufnehmen musste. Und da waren die Unterschiede dann halt größer und ein bisschen ungerechter verteilt. Ja, Kaserne war das nicht, da waren die Soldaten ein bisschen, zumindest was das anbelangte, zufriedener. Hm. Okay. Schön viel Input. Nö, alles gut. Okay. Die, es gab dann irgendwie noch ein Problem, du hast ja in unserer Liste aufgeschrieben, es gab einen Streit zwischen Liniendoktrin und Landwehr, haben wir den jetzt schon abgewickelt davor oder ist der jetzt nochmal extra aufgebrannt? Der ist und bleibt, zumindest so in der Übergangsform zwischen Friedrich Wilhelm III. Und seinem Sohn Friedrich Wilhelm IV., so um 1840 rum. Der Kriegsminister Bojen war entlassen worden unter Friedrich Wilhelm III. Und er war ein großer Verfechter der Landwehr, weil die Landwehr sah er quasi als, ja, wie soll ich das sagen, das war die Möglichkeit des Bürgertums, die Privilegien des Militärs auch zu erleben, zu erfahren. Denn das Offizierskorps des Linienmilitärs war natürlich vorwiegend von Adligen besetzt. Niederer Adel, hoher Adel. Mhm. Die hatten Schwierigkeiten, beim Linienmilitär hochzukommen. Das war in der Landwehr ein bisschen anders, da war das ein bisschen leichter. Und die Landwehr hatte bei den Bürgern, die natürlich jetzt ein bisschen nationaler und liberaler und vielleicht schon demokratisch gesinnt waren, zumindest schon erkannten, dass es sich ändern musste, was die Macht des Bürgers gegenüber der Macht des Königs
was das bedeutete. Da sahen die Bürger so ein bisschen so die Volksbewaffnung, das Recht des Volkes, sich zu beteiligen und selbst so seinen Beitrag zu leisten, sah man in der Landwehr. Die Konservativen, die sahen das eher, die sich hauptsächlich auch um den Prinzen von Preußen, den Wilhelm, der spätere König und Kaiser, den formierten, die sahen so ein bisschen natürlich die Gefahr von eines bewaffneten Volkes, welches sich dann natürlich auch gegen den König hätte wenden können. Und das war der Streit zwischen den Reformern und den Konservativen, der um 1840 nochmal aufbrandete. Da war dann der Regierungswechsel zwischen Wilhelm III., der starb, und Wilhelm IV., der dann auch den Thron bestieg und auf den ja viele Liberale auch gehofft hatten, dass der ein bisschen auch nochmal eine Reform mitbringt in ganz Preußen, was sich ja nicht bewahrheitet hatte. Aber der hatte den Bojen wieder eingesetzt als Kriegsminister. Und da kam das halt nochmal auf, und der hat die Landwehr dann nochmal so ein bisschen gestärkt. Die hatten dann auch ihre eigenen Stämme, was für die ganz wichtig war, dass sie dann nicht irgendwo angegliedert waren oder nur so als untere Ebene der Armee, so als, ja. Was meinst du mit Stämme? Also so feste Offiziersstämme, also richtig. Ah, okay. Also es waren Berufssoldaten dann schon dafür. Ja, die bekamen auch eine Fahne, die Bataillone. Das war natürlich von der Ehre her, weil das was ganz Tolles. Da hat man die aufgewertet, die Landwehr. Und das hat den Bürgern natürlich auch nochmal so einen kleinen Aufschwung gegeben, und die Akzeptanz dann auch des Dienstes in der Landwehr war natürlich viel höher. Und das brachte so einen kleinen Aufschub für das Bürgertum, sag ich mal. Ansehen, Privilegien und auch Einfluss bedeutete. Auch gerade Einfluss in der Armee. Und das war natürlich für die Konservativen ganz furchtbar. Ja. War das immer noch so, dass nur Adlige praktisch Offiziere wurden? Nein. Das ist schon seit der Befreiungskriege bestand die Möglichkeit, dass bürgerliche Offiziere werden konnten. Das war nicht mehr durch die allgemeine Wehrpflicht, war das nicht mehr nur noch dem Adel vorbehalten. Allerdings waren natürlich gewisse, man musste ein Examen ablegen, man musste eine gewisse Ausbildung mitbringen. Es war halt schwierig für Bürgerliche aufzusteigen. Also so in den unteren, in den subalternen Offiziersrängen wird man wohl häufiger Bürgerliche angefunden haben als etwa in den Stabsoffiziersrängen. Das war auch später in den 60er und 70er Jahren immer noch so. Und ich denke, das wird sich auch bis zum Ersten Weltkrieg so durchgezogen haben. Durch die Kriege ist das natürlich immer mal wieder gekommen, dass durch herausragende Leistungen jemand befördert wurde, aber das waren wirklich wenige. Es war so, dass der Adel immer versuchte, im Offizierskorps so seine Position zu halten. Witzigerweise veränderte sich aber auch durch die Bürgerlichen, die in die Offiziersränge aufstiegen, nicht viel, weil die kopierten dann das Gehabe der adligen Offiziere, weil das genau das war, was sie ja erreichen wollten. Sie wollten mit denen auf einer Stufe stehen. Das Bürgertum verlangte quasi die Privilegien des Adels. Das war so auch der Konflikt später in der Revolution zwischen den Bürgerlichen und den Adligen. Meiner Meinung nach. Na gut, man passt sich halt dem an, wo man hinkommt, ne? Und wenn das Bessere ist, dann macht man das. Ob es besser war, weiß ich nicht, aber vermeintlich besser. Ja, es ist ja beim Menschen ist das ja immer so, ne? Wenn man sieht, oh, das ist die Elite, dann möchte ich dazugehören, und dann, wenn man dann dabei ist, dann ist man meistens schlimmer als sie selbst. Oder, sag ich mal, puritanischer als sie selbst. Insofern. Glaube ich schon, dass. Also deswegen hat sich wahrscheinlich so nicht viel geändert, aber man fand halt Bürgerliche im Offizierskorps. War schon. Und wie war denn die Ausbildung der Soldaten und der Offiziere? Die Offiziere in Preußen, da sage ich mal, die Soldaten an sich, die waren, Ausbildungsstand der Soldaten und Offiziere in Preußen war recht gut zu der Zeit. Nach den Befreiungskriegen oder schon während der Befreiungskriege
hatte man zwei Säulen, die, auf die das preußische Militärsystem aufbaute. Und zwar war das die Volksschule, die Volksbildung. Die was? Die Volksbildung, also die Volksschule. Okay. Also die Schulpflicht, die allgemeine Schulpflicht und die allgemeine Wehrpflicht. Mhm. Mhm. Und zwar lernten die Kinder quasi schon in der Schule Disziplin und in Anführungszeichen, sag ich mal, Vaterlandskunde oder Patriotismus, kann man sagen. Disziplin und Patriotismus bekamen die in der Schule schon mit, nahmen das mit in die Wehrpflicht, also ins Militär, wodurch man da wenig auf Zusammenhalt oder auf Disziplin und so bauen musste. Das brachten die quasi schon alles mit und konnte dann ganz anders die Soldaten ausbilden. Und bei den Offizieren war das so, dass sie eine sehr hohe Ausbildung schon in den Kadettenanstalten genossen und in gewissen Militärschulen. Und die hatten eine sehr hohe Qualität. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe einen Bericht gelesen von einem französischen Militärbeobachter. Vielleicht kann ich da kurz draus zitieren, den habe ich hier gerade vorliegen. Den möchte ich kurz vorlesen, das ist, und zwar der Baron Stoffel, der war Militärattaché. Allerdings ist das von 1868, da berichtet er aus Berlin. Wir haben hier über die Preußen, wir haben hier ein Volk, das sich im Aufblühen befindet und im Zeitraum von 50 Jahren seine Bevölkerung verdoppelt hat. Ein Volk, das den mächtigen Bau seiner Staatseinrichtung auf zwei großen Grundsätzen aufgerichtet hat, auf dem des obligatorischen Schulunterrichts und dem der allgemeinen Wehrpflicht, als auf zwei imposanten Pfeilern. Ein Volk, das in der vordersten Reihe der Kulturvölker Europas steht und das eine furchtbare Armee organisiert, versehen mit einer Bewaffnung ohnegleichen und geführt durch die unterrichtetsten Offiziere der Welt. Und ein solches Schauspiel ist die ganze Zeit hindurch unbemerkt geblieben. Mhm. Und das von einem französischen Offizier. Da merkt man schon, dass der ganz klar auch die Gefahr der preußischen Armee für Frankreich erkennt. 68, zwei Jahre vor dem Krieg. Und ich finde, das ist auch, es zeigt auch ganz deutlich, dass er auch erkannt hat, dass die Schulbildung, also die preußischen Soldaten waren im Verhältnis zu den anderen deutschen Staaten die gebildetsten. Also da konnten prozentual mehr lesen und schreiben als meinetwegen in Bayern oder in Baden oder in Sachsen. Was natürlich schon ein Vorteil war, weil die brachten quasi alle schon das Zeug mit, Unteroffiziere zu werden. Durch ihre Bildung. Mhm. Und vom Unteroffizier, vom guten Unteroffizier zum Unterführer, sag ich mal, Feldwebel oder zum Leutnant, war der Sprung dann nicht mehr weit. Die hatten ja auch das System, dass, sag ich mal, der Gefreite, der kannte die Aufgaben des Unteroffiziers, der Unteroffizier die des Feldwebels und so weiter. Konnte man, wenn einer gefallen war, konnte der andere quasi sofort einspringen. Und es war nicht so, dass man Angst haben musste, dass es ein absoluter Vollidiot war. Schlicht ja gut, vielleicht. Die hast du ja überall gehabt, ne? Ja, natürlich. Aber die Alphabetisierung in Preußen war halt recht hoch und die Disziplinierung der Gesellschaft durch den Schulbesuch, sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Jungen, war höher als in anderen deutschen oder vielleicht sogar in europäischen Staaten. Ich möchte mich aber nicht zu weit zum Fenster legen, müsste noch ein paar Bücher lesen, aber das ist jetzt so meine Einschätzung von dem, was ich bis jetzt mir hier schon angelesen habe. Ja. Gut. Wurde der Adel dann praktisch automatisch zum Offizier ausgebildet, nachdem er eingezogen wurde? Oder musste er sich auch von unten hochdienen? Also der niedere Adel konnte entweder als einjährig Freiwilliger auch dienen, also der Sohn vom Junker konnte als einjährig Freiwilliger einrücken, oder halt, der wurde als kleiner Junge schon auf eine Kadettenanstalt geschickt und von der Kadettenanstalt ging es theoretisch sofort in den Fähnrichsdienstgrad und vom Fähnrich ist dann sozusagen der Offiziersanwärter, sag ich mal, da musste der halt eine gewisse Zeit dienen, dann hat er sein Examen abgelegt als Sekondeleutnant und konnte dann halt, war dann Offizier und musste dann halt seinen Weg finden, aber mit gewissen finanziellen und protektorischen Verbindungen, wenn der Vater halt schon General war, dann war es halt nicht schwierig für den auf irgendeine weiterführende Militärschule zu gehen, Militärkolleg oder so, und seinen Weg zu machen. Das war für die Adligen natürlich einfacher. Der Bürgerliche, der musste dann erstmal seine Reife und seine Fähigkeiten und so musste der unter Beweis stellen, was bei den Adligen wahrscheinlich dann vorausgesetzt wurde.
Verpflichtet. Gut, jetzt kommen wir mal zur Zeit der Revolution oder den Anfängen der Revolution. Du hast ja den Punkt aufgeschrieben, Zustand der Ausrüstung und Bewaffnung. Ja, ganz interessante Zeit. Wenn wir uns heute preußische Soldaten vorstellen, dann sehen wir immer die Pickelhaube vor uns. Und 1842 dann in die Truppe gekommen, war die Pickelhaube natürlich, oder der Helm mit Spitze, wie es ja offiziell richtig heißt, war dann... Wie heißt es? Der Helm mit Spitze? Ja, Helm mit Spitze. War das Ausrüstungsstück, oder damit wurde natürlich auch der Waffenrock eingeführt, damit wurde die Armee modernisiert, so als hätte man von Pferden auf Panzer umgestellt. Ganz polemisch gesagt. Die Bewaffnung änderte sich noch nicht, beziehungsweise hatte sich schon geändert dadurch, dass man auf die Perkussionszündung umgestellt hatte. Das heißt, weg von dem unzuverlässigen Steinschloss, danke, ja. Von dem Steinschloss hin zu der Perkussionszündung mit Zündhütchen, was natürlich auch bei Regen viel eine große Verbesserung war. Und halt leider noch nicht die gezogenen Läufe, das hat man erst später entdeckt. Aber auch, wie gesagt, in der Ausrüstung, der Helm, der berücksichtigte halt sogar mit Lüftungslöchern oben, dass die Soldaten weniger Hitzschläge beim Marsch im Sommer erlitten und so. Dass man hatte halt geguckt, dass sie auch modisch mit dem Waffenrock, der den zivilen Gehrücken halt nachempfunden war, dass man da so ein bisschen mitging, weil der Frack kam aus der Mode. Und das hat bei den Soldaten so einen auf jeden Fall großen Anklang gefunden, dass endlich eine bessere, bequemere Uniform gab. Die Hosen wurden weiter, die Gamaschen fielen weg. Das war eine große Reform, die auch bei den Soldaten halt ankam und Verständnis traf und die Armee auch ein Stück weit halt modernisiert hat. Und der Wechsel, der kam halt so, dann 1847 hatte man auch noch dieses Virchow'sche Tragesystem eingeführt, dann wurden die Tornister halt unter das Koppel gehakt, was dann nochmal einen Tragekomfort vergrößert hatte. Und diese Umrüstung fiel halt auch in das Jahr 1848, was gerade bei den Regimentern in Posen, die dann mit dem Aufstand der Nationalpolen zu kämpfen hatten, so ein bisschen Verwirrung schaffte. Da sind dann manche noch in den alten Ausrüstungen ausgerückt und manche, die waren mittendrin, da haben sich manche nur, weil manche Soldaten mussten, weil das Lederzeug noch nicht fertig war, sich so Stricke einfach nur umbinden, wo sie dann den Säbel drangehängt haben. Das war ganz, ganz abenteuerlich. Aber deswegen umso interessanter halt. Das liest sich dann in den Regimentsgeschichten und so immer ganz schön, wenn der Chronist das so ein bisschen verschleiern möchte, wenn er einfach nur schreibt, dass Bataillon rückte nicht in seinem ordnungsgemäßen Zustand aus, dann kann man sich mit ein bisschen Fantasie und Wissen darüber, wie die Chronisten das immer verschleiern möchten, was da so los war, kann man sich vorstellen, was für ein bunter Haufen das gewesen ist, der da gegen die Polen ausgerückt ist. Und ja, wie gesagt, durch das Perkussionsschloss an sich war die preußische Armee nicht die erste in Europa. Ja, die Franzosen waren da weit, weit voraus. Und da ist auch wieder dieser Konflikt zwischen den konservativen Militärs und den Reformern, die sagen, wir müssen jetzt was ändern, weil Europa verändert sich, die Zeit verändert sich. Und die Konservativen, die sagten dann gleich, ja, aber wenn wir Zündhütchen haben, oh mein Gott, der Munitionsverbrauch, der wird immens steigen, was man hinterher beim Zündnagelgewehr auch noch gesagt hat, was damals auch schon erprobt wurde. 1848 im November kamen die ersten Zündnagelgewehre an Füsilierbataillone der Infanterie. Man hatte quasi 1839 gerade auf Perkussion, es waren noch gar nicht alle Bataillone auf Perkussion umgestellt. Bis 1845, da fing man schon an mit dem Zündnadelgewehr. Das sind so richtige Umbruchszeiten, wo man viel ausprobiert hat. Auch mit dem Helm mit Spitze, bis der, was ein Lederhelm war, da hat man erst mit Helmen aus Stahl probiert, was natürlich eine absolute Katastrophe war. Also ganz interessant.
Ich würde jetzt aber hier wirklich den Rahmen sprengen, wenn man über jede Einzelheit von den Schuhen auf die Stiefel, die Hosen bekamen Schlitzer statt Klappen. Also wirklich modisch und gesellschaftlich und militärisch hatte sich da innerhalb der Armee sehr viel geändert. In dieser Zeit, also in den 40er Jahren, möchte ich sagen, von 40 bis 55, nach 55 wurde dann der Helm auch nochmal, beziehungsweise 1860 wurde der Helm dann wieder niedriger aufgrund der Erfahrungen, die man in den 40er Jahren gemacht hatte. Ganz interessant. Wann wurde er nochmal wieder niedriger? 1860. Ah, okay. Oder also, ich schwimme gerade. Also die. Nach 55, lange nach 55. So. Okay. Ihr tragt ja als Preußendarsteller in den Museen, wo wir auch sind, tragt ihr dann noch die hohe Form praktisch. Genau, die Urform, die erste Form, ja, genau. Also wenn jemand sehen möchte, auf unserer Homepage, könnt ihr euch da ein paar Bilder anschauen. Ja, oder auf YouTube sogar ein paar Videos, glaube ich. Ja, die wollte ich noch überarbeiten, genau. Ah, genau, das war's. Ha, ja, das liegt ja gar nicht an mir, dann ist ja alles okay. Ausnahmsweise, nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, wir kommen zur Zeit der Revolution. Wir hatten ja schon erwähnt, oder du hattest erwähnt, dass es ja Bundestruppen gab. Das heißt, du hast auch gesagt, dass die Bundestruppen auch für Feinde sowohl im Inneren als auch im Äußeren eingesetzt, von außen eingesetzt wurden. In dem Fall gehe ich davon aus, dass die Führung des Bundes sagte, die Revolutionäre sind ein Feind innerhalb. Ja. Wer war denn der Deutsche Bund? Wie war denn der organisiert? Erstmal kurz dazu. Also gab es da einen Herrscher oder waren alle gleichberechtigt oder wie war das? Das ist ganz interessant. Man konnte sich in Wien, auf dem Wiener Kongress, natürlich jetzt nicht dazu durchringen, einen deutschen Herrscher einzusetzen. Das wollte man auch nicht. Das wollten auch die anderen europäischen Staaten nicht, weil ein starkes Deutschland, es wäre ein Machtunverhältnis gewesen. Das wollte man aber auch nicht die Preußen oder die Österreicher stärken, weil beide Staaten sollten so ein gewisses Gleichgewicht bilden in der Mitte Europas. Und deswegen gab es den Bundesrat, oder die Bundesversammlung, müsste ich jetzt nochmal, das sind so politische Dinge, ich beschäftige mich lieber mit den militärischen Sachen. Auf jeden Fall in Frankfurt saßen die Herren, das waren die Emissäre der beteiligten Staaten. Das Problem war ja auch, der Bund beschränkt sich ja wirklich auf die deutschen Gebiete, das heißt Ungarn und die italienischen Ländereien Österreichs, die gehörten ja gar nicht dazu. Das ist, wenn Russland jetzt Ungarn angegriffen hätte, wäre das wahrscheinlich gar kein Verteidigungsfall für den Deutschen Bund gewesen, sondern erst wenn sie nach Kärnten eingerückt werden oder so. Und genauso verhielt sich ja mit Posen und Preußen. Das war, war ja kein preußisches Kernland östlich der Elbe. Auf jeden Fall. Und jeder Staat, der schickte halt dann seinen Vertreter nach Frankfurt und dort wurden halt die Dinge besprochen, die den Deutschen Bund betrafen. Das waren dann Verteidigung, hauptsächlich Verteidigung, Außenwirkung oder halt Dinge, die alle Staaten betrafen. Leider nicht so Dinge wie Zoll, was dann später halt die Zollunion erforderlich machte, welche wahrscheinlich für die Einigkeit Deutschlands einen größeren Schritt getan hatte als die Revolution von 48. Auf jeden Fall hatte diese Versammlung, die stellte dann halt auch einen Oberkommandierenden für diese Bundesarmee, wenn es die denn gab. Und es gab auch während des Jahres, oder alle zwei Jahre, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, gab es Bundesmanöver, wo dann verschiedene Korps, die waren in Korps eingeteilt, die Bundestruppen, da kämpften meinetwegen die Schleswig-Holstein, die Schleswig-Holstein, da kämpften dann mit den Oldenburgern, den Preußen oder den Mecklenburgern zusammen und die Bayern mit den Badenern und den Württembergern. So hatte sich dann das regional dann in Korps zusammengelegt und die konnten dann halt zusammengezogen werden als Bundesarmee. So, und im Falle der Revolution, wenn jetzt ein Land ausscherte aus dem Bund oder im Bund Ärger machte, dann konnte der Bund die sogenannte Bundesexekution gegen dieses Land verhängen. Was im Falle von Baden 1849 auch geschah, weil der
weil der Großherzog ja den Bund um Hilfe gebeten hatte. Problem war, dass die Nationalversammlung, die demokratisch gewählte Nationalversammlung und der Deutsche Bund, die liefen so ein bisschen parallel nebenher. Keiner wusste jetzt genau, was mit dem anderen passieren sollte, weil eigentlich bei der Nationalversammlung ja in Anführungszeichen die provisorische Regierung ganz Deutschlands, aber dem Bund wollten die Fürsten natürlich auch nicht dran geben. Und deswegen kam es dann ja auch, konnte es ja auch zu der Bundesexekution kommen gegen Baden, als dann auch die Nassauer, die Hessen, die Mecklenburger und die Württemberger in Baden mit eingerückt sind. Ist es denn so, dass man eine einstimmige Entscheidung brauchte, oder war das einfach so einfache Mehrheit, ja, wir hauen den jetzt auf die Nuss? Es wurde einstimmig, glaube ich nicht. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich glaube, einfache Mehrheit, das hat gereicht, aber da müsste ich jetzt auch nachgucken. Dann möchte ich mir jetzt nicht weiter, ich hätte jetzt bei einer Zweidrittelmehrheit gesagt, ich frage mich, ob das nicht so modern ist. Okay. Ich glaube, wenn Österreich, Sachsen, Bayern, Baden, Württemberg und vielleicht noch die Hannoveraner dabei hatte, dann war das schon eine harte Nuss, die die anderen zu knacken hatten. Und da kam ja noch Lothringen die Hohenzollern Gebiete unten, das waren ja alles noch einzelne Staaten. Die hatten natürlich weniger Gewicht, sage ich mal, einfach dadurch, dass das so kleine Fürstentümer waren. Die konnten gegen Österreich nicht anstinken. Wenn Österreich gesagt hat, du ziehst mit oder nicht, kannst du dir überlegen, entweder mit uns oder mit den Preußen, dann mussten sie sich entscheiden. Und entweder war es richtig oder falsch. Ja, entweder es gab danach noch Hohenzollern oder nicht. Hohenzollern-Sigmaringen, glaube ich, genau. Ja. Okay, ich würde sagen, wir teilen die Folge, weil wir haben jetzt nicht ganz eine Stunde. Jetzt glaube ich so bei rund 50 Minuten. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann die Soldaten in der Revolution, wie sie wo eingesetzt wurden, der Feldzug in Baden. Hast du ja noch ein paar. Soldatenalltag können wir auch noch nehmen. Die was? Soldatenalltag. Genau, das würde ich in einer Extra-Folge machen. Können wir gerne machen. Und ja, wir wollen die Zuhörer jetzt auch nicht zu sehr langweilen. Ich glaube, das war schon ein harter Tobak, was sie sich jetzt alles anhören müssen. Ja, ich glaube schon. Ja. Dann, ich danke dir für dein Fachwissen, deine Vorbereitung und deine Zeit. Gerne. Dann danke ich da draußen allen Zuhörern, die sie bis jetzt durchgehalten haben. Wir hoffen, dass es einigermaßen interessant für euch war, und wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit, kontaktiert uns über die Webseite, per E-Mail, per Facebook, wie ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen, und auch Anregungen oder Wünsche für andere Themen in der Zeit, ihr merkt, wir haben jetzt nicht direkt die Revolution gemacht, sondern auch praktisch ein bisschen die Vorgeschichte. Man muss ja auch wissen, wo alles herkam, und dann machen wir das nächste Mal weiter. Danke. Gerne. Ich würde mich freuen, aber ich würde mich freuen, wenn wirklich mal jemand so sagt, ich möchte gerne mal, ich habe darüber gelesen und weiß gar nicht, was es damit auf sich hat. Einfach her mit euren Vorschlägen oder Fragen. Mal alles machen. Ja, also ihr müsst doch nicht darüber gelesen haben, gehört reicht, wenn ihr dazu Fragen habt. Ja, genau. Gut, dann danken wir für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss.